Wir von Weasel News hätten, um ehrlich zu sein, nicht erwartet, dass wir mit 4 Gangs und dann noch vergleichsweise hohenrangigen Mitgliedern sprechen konnten. Es war sehr zugänglich, sehr einfach und auch sehr erhellend für unsere Journalisten. Aber um was genau sind wir jetzt schlauer? Um diesen Artikel abzuschließen, möchten wir uns erlauben, ein Fazit zu ziehen. Was haben wir bisher gehört? Diese 4 Gangs, die hier interviewt wurden, haben sehr interessante Ansichten über das Leben, das sie führen, und eine Sache haben sie alle gemeinsam. Sie glauben nicht an Recht und Ordnung durch den Staat und die Polizei. Die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs, der falschen Rechtsprechung und der Gesetzesverdrehung stehen im Raum. Wie viel da dran ist, wagen wir zurzeit nicht zu beurteilen, doch eines ist uns während der Recherche zu diesem Artikel aufgefallen. Auch wenn die Gangs vorsichtig sind, gerade gegenüber Journalisten und der Polizei, waren 4 der 5 Gangs, zu denen wir gegangen sind, sehr offen und redselig gegenüber uns. Sie haben uns die Einblicke gewährt, ohne irgendeine Gegenleistung, abseitig der Anonymität natürlich, zu fordern. Das spricht in den Augen der Weasel News mehr für als gegen sie. Es stellt sich nun die Frage, ob die Gangs nun wirklich ihrem Image, das der Durchschnittsbürger und der Staat hat, gerecht werden oder nicht. Und sind sie vielleicht sogar beliebter als die Polizei? Einer unserer Interviewgäste fragte uns folgende Frage: Bin ich anders als jeder andere, nur weil ich etwas anders mache? Diese Frage, liebe Leser, würden wir gerne an Sie weitergeben. Ein Bericht von mir. Und der Folgeartikel dazu ist tatsächlich schon fertig, den kann ich euch später vielleicht mal zeigen, wenn wir mit unserem Interview durch sind. Aber ich werde gleich erstmal den Flowers anrufen, um das kurz für euch in Perspektive zu setzen. Der Flowers ist so ein bisschen so, ja, ich will es jetzt nicht so hochtreiben, aber so ein bisschen der Eminem von Los Santos. Also halt ein recht bekannter und beliebter Rapper, der ja schon für sehr viel Stimmung sorgt in der Stadt. Und interessanterweise ist er ist nicht nur Rapper, der Rap. Nein, er ist nicht Gangmitglied tatsächlich. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Der Rapper ist aber Gastronomiebesitzer, beziehungsweise Besitzer eines Ladens. Und er ist auch noch Soldat. Also ist wirklich Soldat, Rapper und Besitzer eines Ladens gleichzeitig. Das nenne ich mal eine gute Karriere. Das ist auch Teil meiner Interviewfragen. Ich fahre jetzt erstmal zu der Location. Dann lese ich euch die Fragen nochmal vor. Also wir haben, meine Kollegin und ich, wir haben, also Whoopi und ich, man kann, Falke, das ist tatsächlich eine Frage, die ich im Interview stellen werde. Wie kann man Soldat und Gastronom zugleich sein? Hallöchen, Herr Flowers. Ja, Grüße, hallo. Ja, haben Sie gerade in einem schlechten Moment angerufen. Kein Problem. Das ist kein Problem, ja. Ja, wie sieht's aus mit unserem Terminchen? Ja, den kann ich wahrnehmen. Und Sie? Ja, ich auch, aber der Laden hier hat zu. Welchen meinen Sie? Mirror Park Taverne? Ja, genau, ja. Ja, Sie wissen nicht zufällig, ob noch einer aufhat? Ich habe mich jetzt noch nicht umgeschaut, ob irgendwas geht. Machen wir es doch so, gucken wir gerade mal, ob irgendwo irgendwas offen hat und dann telefonieren wir uns in 1-2 Minuten einfach nochmal zusammen. Machen wir so. Ah, sehen Sie, wunderbar. Ja gut, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Gut, dann kommen wir dem Wunsch mal nach und schauen mal so, welche Gastros gerade offen haben. Wobei es natürlich auch sein könnte, weil der Termin war ja für 21 Uhr angesetzt, dass die Mirror Park Taverne dann erst aufmacht. Aber schauen wir mal beim Last Train vorbei. Boah, das finde ich cool, dass man die Reflexion hier in dem Glas hinten sieht. Wobei ich jetzt natürlich auch meine Position so ein bisschen ausnutzen könnte, und weil ich habe einen Schlüssel für eine andere Gastronomie
Da könnte man das Interview natürlich auch dort machen, aber da dort nichts los ist, würde das wenig bringen. So, dass die, übrigens, Falke, für dich, dass die Map hier so flackert, das ist völlig normal. Das hängt leider mit meinem Aufnahmeprogramm zusammen. Dass hier gerne mal die Straße verschwindet und es Megalex gibt. Uppala. Es wäre echt super, wenn ich was sehen könnte. Kann ich aber nicht. Schön, die Props sind alle da, also es ist halt bloß alles unsichtbar. Oh. Hui. Oh, aber Scheinwerfer ist noch da. So, da hier kein Auto steht, gehe ich mal davon aus, dass nichts geht hier. Ah. Haben Sie was gefunden? Ja, das habe ich. Ich habe für so in einer Viertelstunde ungefähr ein chilliges Plätzchen in der Bayview Lodge. Die haben wohl offen, da Service, können wir hinfahren. Oh Gott, die Bayview Lodge, da war ich tatsächlich noch nie. Ich auch nicht, das macht nichts. Das Ding ist, wenn du West Highway Palido reinfährst, dann ist das kurz vor Palido Bay auf der linken Seite. Das ist so hinter dem Holzwerk irgendwo auf der linken Seite. Die ist das, bei der 925, richtig? Ja, das kann sein. Auswendig habe ich keine Postleitzahl. Moment, ja, dann ich guck mal gerade, ich sitze im Auto, ich mache das Navi mal an. So 925. Ja, ganz genau. Ja, super. Ja, dann treffen wir uns dort auf entspannt. Machen wir. Ich fahre jetzt einfach los, so spätestens in 10, 15 Minuten habe ich uns da angekündigt. Ja, ich könnte ein bisschen länger dauern, bin mit dem Weasel News Van unterwegs. Alles gut, kein Problem. In Ordnung, ja, dann bis gleich. Ich freue mich, danke. Bis gleich. Ciao. Ja, ciao. Das ist ein sehr sympathischer Typ, der Flowers. Wo hat der denn sein... Achso, meinst du den von vorhin? Ja, also, das ist ganz lustig, weil es gibt hier IC tatsächlich eine Fahrschule. Nur ist die erstens chronisch unterbesetzt und zweitens, ja... Es ist, es bringt nicht wirklich die Leute dazu, dorthin zu gehen. Also, man muss seinen Führerschein machen. Naja, Jäger sagt es schon, die Fahrschule ist doof. Und die Führerscheine in diesem Staat, die kosten so ein paar Millionen Dollar. Einfach ohne fahren, ja, dann gehst halt das Risiko ein, von der Polizei erwischt zu werden. Ich verstehe das auch nicht so wirklich. Also, anstatt, ich fand die Entscheidung, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen doof. Einfach nur den Leuten ein bisschen Fahren beizubringen. Also klar, die Initiative ist natürlich schön und gut, aber ich weiß nicht, ich sehe so den Sinn dahinter nicht unbedingt, weil jeder, der GTA spielt, kann irgendwo so ein bisschen fahren. Und ich finde, was da hilft, sind einfach, also was da im gleichen Maße hilft wie eine richtige Fahrschule, ist halt auch einfach Verkehrsdelikte härter zu bestrafen. Damit die Spieler merken, ey, oh, den Scheiß sollte ich lieber nicht nochmal machen. Ich meine, man kann ja sogar schon, wenn man es häufig genug... ÖPNV. Den gibt es tatsächlich auch hier auf dem Server. Nur leider ist auch der nicht imstande, bei 300 Spielern mitzuhalten. Für die ganzen Mafien sind die Führerscheine immer noch billig und für die legalen Bürger zu teuer. Ja, das stimmt. Wie zum Beispiel Laternen kaputt fahren. Ja, das ist nicht so geil, natürlich. Hui. So, jetzt dürfte sich OBS ein bisschen beruhigen. Auf der Autobahn hat das recht wenig Probleme, das Aufnahmeprogramm. Einfach weil es hier weniger zu rendern gibt. Jeder mit Führerschein ist ein Mafia-Mitglied. Nein, nicht unbedingt. Also viele der Spieler, die hier spielen, hatten schon vor der Eröffnung der Fahrschule ihren Führerschein und die durften den halt auch behalten. Wäre ja unfair, denen den Führerschein zu entziehen. Nur halt die, die jetzt neu dazukommen, müssen den Führerschein halt so richtig machen in der Schule. Und
das ist halt so ein bisschen, naja, die es halt schon hatten, die hatten halt Glück, mehr oder weniger. Und wer sich den Führerschein jetzt kaufen will und die Fahrschule vermeiden will, im Prinzip, wer RP vermeiden will, muss eine Menge Cash auf den Plan legen. Komme ich nicht auf den Server. Wenn du keinen Bock auf Fahrschule hast, dann möglicherweise nicht. Also du kannst ja einfach, du kriegst den Führerschein entweder durch das Absolvieren der Fahrschule oder halt indem du 1,2 Millionen für so einen PKW-Führerschein hier zahlst. Oder viel Fahrrad fahren, das geht auch, ja. Das geht auch. Fahrräder sind meines Wissens nach noch führerscheinfrei. Obwohl es die Fahrschule gibt, ja, rasen die Leute trotzdem 200 einen scheiß Sportwagen durch die Stadt und nehmen jedem die Vorfahrt. Ja, einfach weil die Verkehrsregeln in diesem Staat niemand juckt, weil halt die Straßen so leer sind. Dadurch, also im normalen GTA hat man ja immer so ein bisschen die eigene Restriktierung, dass man langsamer fährt, weil man nicht ständig mit dem Auto im Verkehr zusammen crashen will. Und hier sind die Straßen halt so verdammt leer. Du wirst hier nie mehr als 6-7 Autos gleichzeitig auf der Straße finden und dann fahren die schon mit Absicht in Kolonne. Deswegen, ja, also, ich weiß nicht. Ich finde eine Fahrschule sinnlos. Weil letztendlich kannst du nicht wirklich was machen. Also, es bringt halt wirklich nur den Leuten was, die neu in der Stadt sind. Weil mit der Fahrschule hast du einmal was zu tun und danach nie wieder. Es sei denn, du kriegst deinen Führerschein vom PD entzogen. Deswegen das, ja. Und ich glaube, das PD entzieht wirklich selten Führerscheine. Weil die meisten Leute halt vorsichtiger fahren, wenn das PD in der Nähe ist. Oder vielleicht, wenn du zu viele Blitzer-Tickets hast, das kann auch sein. KI war ja, wo GTA rauskam, sogar schlauer. Rockstar Games hat sie nach dem Import-Export-Update einfach dümmer gemacht. Naja, so gesehen ist die KI ja immer noch schlau, weil, musst mal überlegen, die fahren ja nicht ohne Grund in dich rein, wenn du auf der Autobahn bist. Weil die wollen dich ja stoppen. Die wollen ja nicht, dass du so extrem drüber rast. Deswegen, ist das, also das hat schon seinen Grund. Aha, das ist also die Bayview Lodge. Die habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie besucht. Ich war wirklich noch nie hier. Das ist er dann wohl, der Flowers, weil der hört seine eigene Musik im Radio. Sagen Sie mal, was haben Sie denn für einen Rennwagen? Hören Sie mal. Abkürzung genommen. Ja. Ah, sehen Sie? Sehr schön, sehr schön. Aber Ihr Wagen gefällt mir auch. Diese Streiter-Kombis sind echt schick. Das ist tatsächlich ein Argento, hä? Echt? Okay, ja. Ach, stimmt, die Marke ist anders. Ja, ganz genau. Die sehen dem Streiter-Kombi aber verdammt ähnlich. Ein bisschen, die Baureihe ist dasselbe Baujahr, oder? Das ist doch immer alles dasselbe so. Kann sein. Ja, ganz markant sieht man so ein bisschen die Obey-Front. Dann so, ist so ein schönes Auto. Kombi fahren macht ja, Spaß. Ja. Was hatten Sie das gekostet? Boah, da fragen Sie mich was. Ich glaube, dass der so einen Listenpreis von roundabout, nageln Sie mich nicht fest, 170, 180.000 oder so etwas hat. Dann nimmt er sich ja nicht viel mit dem Streiter. Die liegen tatsächlich, glaube ich, in derselben Preisklasse, ja. Ja. Also ich schreibe gerade einen Artikel über Benefactor und der Streiter gehört ja zu Benefactor. Und ja, genau. Ja. So neu gebaut kriegen sie den auch so für 180.000 ungefähr. Ja, sehen Sie, ja, geht, glaube ich, ganz gut auf im Preis. Ja. Ach, das sind tolle Autos. Da ist viel Platz drin, gerade wenn man so ein bisschen was zu tun hat. Studio-Equipment, keine Ahnung, was es ist. Du hast Kofferraum, du hast plötzlich vier Leute und das, eben. Genau, ja. Das ist schon schön so, ja. Ja, das, und die bringen auch noch ordentlich was aufs Tacho. Das in jedem Fall. Ich glaube, da schneidet der Streiter sogar besser ab als der hier. So. Das kann sein. Habe ich mal gehört. Was hat der für eine Höchstgeschwindigkeit? Naja, ich sag mal,
entspannte Linie plus minus um die 200. Vielleicht ja. Zwei drüber, zwei drunter, so je nachdem. Kommt der Streiter aber auch ungefähr drauf. Ah, sehen Sie, naja. Oder nehmen die sich halt echt nicht viel. Ist quasi einfach nur selbes Auto, andere Marke. Ah, ist immer so. Ist immer so. Ob das nun, schauen Sie in Europa oder hier, da haben Sie immer wieder drei verschiedene Fahrzeugtypen, die eigentlich alle aus derselben Halle kommen. Der eine hat ein bisschen mehr Plastik drinnen als der andere, dann ist der gleich mal ein bisschen billiger. Und der Leistung sind die alle gleich. Ja gut, wollen wir da mal reingehen? Ja, oder? Ha? Haben Sie einen Hunger? Schon, also ich habe zwar ein bisschen was dabei, aber... Ich habe auch einen Hunger. Ich habe mir zu Hause gedacht, so, ja, isst du mal nix, wenn wir da irgendwo hingehen. Naja. Jetzt muss ich was essen. Jetzt fällt mir gleich ein Stein aus dem Bauch. Sagt man so, glaube ich, oder? Heißt es nicht, wenn man was gegessen hat, das liegt mir wie ein Stein im Magen? Ah, sehen Sie, naja. Oha. Den Foodtruck habe ich aber auch noch nie gesehen. Ja, richtig nice. Sowieso eine nette Location hier. Ja. Sieht auf den ersten Blick ganz cool aus. Sehr rustikal. Schauen Sie mal, warten Sie. Gleich mal so frei. Voilà. Habe ich auch noch was? Ich denke, ein bisschen was. Ein bisschen was habe ich noch. So, gehen wir rein, oder? Ah, nichts für große Leute. Nee. Es ist schon ein bisschen niedrig, die Decke. Ja, Wahnsinn. Was für ein hübscher Laden. Schönen guten Abend zusammen. Hallo. Guten Abend. Grüße. Ja, krass. Dann hat sich doch mal wieder gelohnt, nach Palido rauszufahren. Was für eine hübsche Location haben wir hier. Ja. Wir sind ganz froh, dass der Laden so aussieht, wie er aussieht. Nice, gut. Ja, ich habe vorhin angerufen, habe ein Plätzchen reserviert, so auf gemütlich. Ja. Da wart für uns. Dann kommt mal mit. Super. Was für ein Laden. Oh, jetzt wird's romantisch, oder? Machen Sie noch ein Kaminchen an, ein Weinchen dazu. Kann ich ihn bringen? Ja, das klingt dann nach einem Plan. Ja, super, klasse. Rot oder weiß? Nee, danke, kein Wein. Ich muss gleich noch arbeiten. Und ich trinke keinen Alkohol. Dann vielleicht eher eine Apfelschorle? Ja, das klingt nicht schlecht, ja. Haben Sie eine Empfehlung, einen kleinen Snack und was Gutes zu trinken? Dann die Apfelschorle und einen kleinen Snack. Ja. Ja, warum großer Snack sein? So ist es nicht. Ja, ich sag's mal so. Der Weg, für den sich alle den Weg hier hoch machen, kennen Sie den schon? Bitte nochmal, wen kenne ich? Den Grund für den Weg hier hoch, den alle sich hier hoch trauen. Sagen Sie mal, das weiß ist unser nicht. Schweinebraten. Ah, oh, ich verstehe, okay. Das klingt nice. Schweinebraten, oder? Naja, ja, ach, warum nicht? Ein Portionchen eben durch, oder? Ja. Geht das klar, so ein Interview mit vollem Magen schon, mit vollem Mund doch. Weniger, oder? solange man die Antworten versteht. Ja, prima, dann nehme ich einmal den Schweinebraten, eine Apfelschorle, dann... Für Sie auch der Herr? Ja, klar, gerne. Perfekt, dann... ich komme gleich nochmal zu Ihnen. Alle Zeit der Welt, prima. Dann setzen wir uns doch, oder? Machen wir es uns an.